Leute, es ist endlich soweit. Das Barry-Gefängnis 2 ist offiziell draußen. Und nein, es ist kein Clickbait. Es ist das offizielle Barry 2.0, was wir heute spielen werden. Und es ist wirklich zu nice, denn es gibt so viel krasse Änderungen. Man kann zum Beispiel jetzt einfach selber mit Polizeiautos rumfahren. Junge, ey, das ist so gut. Man muss gegen irgendwelche Zombies kämpfen. Man kann einfach irgendwelche Sachen aufheben. Man kann die Wände ansprühen mit Graffiti-Sprühdosen und was weiß ich, Leute. Die haben komplett übertrieben. Deshalb schaut das Video bis zum Ende, Leute. Vergesst nicht zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß. So, Freunde, es ist endlich soweit. Ihr habt es richtig gelesen. Es gibt endlich den zweiten Teil vom Barry-Gefängnis. Und diesmal, Leute, ich sag's euch, es ist kein Clickbait. Es stimmt wirklich. Ihr könnt es vielleicht auch schon im Hintergrund sehen, denn ich habe das Spiel geöffnet, beziehungsweise den Startbildschirm. Denn ihr könnt sehen, Leute, das hier ist das offizielle Spiel Barry-Gefängnis. Ihr seht hier 2,2 Milliarden Spielbesuche, gerade 25.000 Spieler, die das Spiel spielen. Und ihr könnt den Titel vom Spiel lesen, Barry's Prison Run V2. Bedeutet, die zweite Version, beziehungsweise der zweite Teil ist draußen, Leute. Wir sehen auch schon, Barry hat eine kleine Veränderung bekommen. Und ich habe auch schon ein bisschen reingeschaut. Es gibt auch wirklich eine komplett neue Map. Also man muss zwischendurch auch irgendwie einfach gegen Zombies und sowas kämpfen, Leute. Es ist komplett geisteskrank. Deshalb, ich will das jetzt allen Daumen nach oben da lassen. Ich meine es wirklich ernst. Jeder von euch muss jetzt hier einen Daumen nach oben da lassen. Wir haben alle lange drauf gewartet. Deswegen abonniert, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt würde ich sagen, Leute, starten wir gemeinsam das allererste Mal das Barry-Gefängnis V2. Und da sind wir, Leute. Wir sind endlich im Spiel angekommen. Warte mal, was war das gerade für eine Animation? Ich glaube, irgendeine Fliege ist gerade in das Gesicht von Barry reingefallen und er macht ja irgendwelche komischen Sachen, Leute. Wir müssen uns ganz kurz angucken. Barry hat auf jeden Fall eine Sonnenbrille bekommen. Yo. Er tanzt gern und fällt auf den Bauch. Er hat einen neuen Schlagstock. Er hat so ein Mikrofon, Leute. Also, ich glaube, er hat sich auf jeden Fall ein bisschen besser ausgerüstet, seitdem wir so oft da ausgebrochen sind. Aber egal. Ich würde sagen, Leute, wir drücken auf Spielen. Es gibt aktuell den Leichtmodus. Es gibt bald noch schwer Unexperte. Darauf bin ich am meisten gespannt. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf ein paar 2, lasst ihn doch noch oben da. Wir werden jetzt erstmal den Leichtmodus spielen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was passiert. Nein, wir sind wieder im Barry-Gefängnis. Oh Mann, Leute! Das Ding ist, ich glaube, hier hat sich erstmal nicht allzu viel verändert. Ich meine, es ist halt eine Gefängniszelle, Leute, da kann sich auch nicht viel verändern. Aber ich habe es euch vorhin schon kurz eingeblendet. Es gibt in der Mitte der Map so viel krasse neue Sachen. Man muss in irgendeinen komischen Geheimtunnel durch, wo man gegen Zombies und so kämpfen muss. Ihr werdet es gleich noch sehen. Schaut immer bis zum Ende. Und ich sehe, es ist alles wirklich ein bisschen besser. Also viel smoother. Die Grafik ist auf jeden Fall auch ein bisschen besser geworden. Es sieht auf jeden alles ein bisschen cooler aus. Und da, Leute, ist Barry V2. Junge, Barry, bist du immer noch so ein lahmer Opa, der am Furzen ist, ha? Er läuft ein bisschen komisch. Furzt er immer noch, Leute? Er kratzt sich am Po. Oh nein. Oh Mann, ich wollte gerade sagen, er furzt nicht mehr, aber er furzt trotzdem und es stinkt immer noch, Leute. Ey, Barry, weißt du was? Ich lasse dich hier gar nicht lang von dir ablenken. Oh, hier liegen irgendwelche Goldmünzen rum. Guck mal, die sammeln wir ein, Leute. Vielleicht brauchen wir das später noch. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier schnell hier rauskommen, weil ich will euch heute die ganze Map im Detail zeigen. Deswegen dürfen wir keine Zeit verlieren. Und was macht ihr eigentlich hier? Gibt es wieder irgendwelche coolen... Es gibt endlich neue Items! Warte! Es gibt eine Bombe? Nein. Leute, oh mein Gott! Ey, das ist so dumm, dass ich hier direkt wieder Geld ausgebe, Leute. Aber es gibt Bomben? Hä? Was? Es gibt endlich neue Items. Es gab auch irgendeine komische Skill über die Dopp-Toilette, aber was kann die Bombe? Hä, wo ist die Bombe? Hallo? Wo ist die Bombe? Wir hätten im Rucksack gesendet. Ach, warte mal. Ah! Boah, wie cool ist das gemacht, Leute? Man hat quasi so einen Rucksack und kann da beliebig, wie man will, Items ausrüsten. Ich habe auch noch alte Items von dem ersten Spiel, Leute. Ich rüste das mal alles aus. Okay, das ist cool gemacht. Okay, und jetzt kann ich quasi Bomben werfen oder was? Wartet mal. Warte mal. Was macht das? Yo! Wie cool ist das gemacht? Ey, Leute, das neue Barry-Gefängnis wird so lustig. Ey, wenn wir da demnächst mal irgendeinen Speedrun gegen einen anderen YouTuber machen sollen und ihn ein bisschen pranken sollen, lasst einen Daumen nach oben da. Wir müssen auch hier wieder erstmal
an den Ventilen drin, sehe ich. Aber ich glaube, das haben wir schon deaktiviert mit der Bombe, glaube ich. Okay, Leute. Ey, ihr seht, ihr habt alles ein komplettes Upgrade bekommen, eine komplette Überarbeitung. Die komplette Map ist wirklich hier komplett anders aufgebaut, Leute. Ganz neue Hindernisse auf jeden Fall. Finde ich mega cool. Okay, natürlich, im Prinzip, die Map ist hier noch ein bisschen ähnlich zum ersten Teil. Wenn auch nur ein bisschen, warte mal, ein bisschen Spieler. Warte mal, Leute, ich will die mit der Bombe abwerfen. Ich will gucken, ob wir mit dieser Bombe Leute töten. Boah, ein Schraubenschlüssel. Warte mal, warte, hier ist der Schraubenschlüssel, Leute. Oh, man gibt jetzt hier quasi nochmal so ein Tutorial-mäßig, was man damit machen kann. Okay. Drücke R, um ein Spezial... Warte mal. Yo, okay, wie cool haben die das gemacht? Die komplette Map ist interaktiv. Man kann Items jetzt auch wirklich benutzen, Leute. Vorher konnte man die ja nur so halb benutzen für irgendwelche Gegenstände. Und jetzt, wenn ich ein Item in der Hand habe, fast wie ein bisschen GTA jetzt schon, kann ich es auch benutzen und kann einfach Leute verprügeln, ne? Leute, das ist hier fast schon so ein bisschen wie GTA für so kleine Kinder, checkt ihr? Richtig cool, okay. Lass mich mal jetzt durch hier, Alter. Okay, sehr gut. Okay, wir sind jetzt unten, Leute. Und da... Da ist Barry! Leute, meint ihr, wir kommen an dem neuen Barry dran vorbei, einfach so? Ey, das Ding ist... Och nee, komm schon, Barry. Ey, was machst du denn hier? Ey, warte mal. Ich muss das austesten. Komm hier. Komm hier. Ey! Du bist nicht gestorben, du sollst sterben! Die fliegt einfach... Wir haben die in die Wand reinkatapultiert, aber okay, Leute. Lass uns nicht lang rumlabern. Barry V2, du kannst jetzt zeigen, wie krass du bist. Komm her. Zeig mir jetzt mal, wie gut du... Junge, wie schnell bist du? Leute, wie schnell ist Barry? Junge, komm her, Barry, ich verprügel dich. Geht das jetzt, Leute? Nimm das, Barry. Was? Man kann Barry eins über die Nase hauen? Hä? Yo. Was? Wie cool ist das gemacht? Komm her, Barry. Oh Mann, okay, da war ich ein bisschen zu langsam. Ey, Leute, der hat mich gefangen, Junge. Ey, Barry, jetzt reicht's mir aber. Kleiner Frechdachs hier. Komm her. Geht das eigentlich? Okay, das geht nur gegen andere Spieler. Das geht nicht gegen Barry. Okay, okay, Barry, beruhig dich. Komm her, komm her, komm her, Barry. Komm her. Bam. Okay, renn. Aber na gut, dann komm her, Barry. Komm her. Bam. Oh Mann, das ist so cool, Leute. Okay, Leute, wir sind jetzt hier oben. Ich würde sagen, wir gucken... Mann, ey, Leute, ich lerne nicht raus. Merkt ihr, ich lerne nicht raus. Ich, Dummkopf, hab vergessen, den Knopf zu drücken, Mann. Warte mal, Leute, ich habe eine Idee. Wir gehen schnell runter, drücken Knopf, nehmen unsere Pistole. Tschüss, Barry. Digga, danke. Wir haben die Items gefixt, Leute. Die funktionieren tatsächlich mal. Habt ihr es gesehen? Ey, so gut, Leute. Die Items funktionieren direkt mal. Hä? Wie cool. Also, Freunde, ich muss ehrlich sagen, bisher finde ich das neue Barry-Gefängnis hier wirklich übertrieben cool, Alter. Das haben die richtig gut gemacht. Okay, hier steht auch irgendwas wieder an der Wand, Leute. Irgendwelche Geheimnisse. Big Macs. Airbest. Airbeast? Keine Ahnung, Leute. Warte, hier ist eine Spraydose. Hä? 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 Das ist interaktiv, Leute. LOL. Nein, warte mal. Ey, Leute, ich habe das Gefühl, die haben alles interaktiv gemacht. Man kann einfach so Spraydosen aufheben. Was? Na, okay, das... Okay, oh mein Gott. Jetzt check ich. Und jetzt ist hier alle. Na, okay, das ist krass. Leute, checkt ihr, die haben die komplette Map interaktiv gemacht. Man kann einfach Sachen aufheben, so Spraydosen und damit rumsprühen. Hä? Was ist das? Hier ist ein Papierflieger. Hä? Was? Ich kann einfach Papierflieger aufheben. Die haben die komplette Map interaktiv gemacht. Ey, das gibt mir gerade so richtige GTA-Vibes. Was liegt hier noch rum? Ein Donut. Ey, es ist so cool, Leute. Es ist so cool. Okay. Hier ist Klopapier. Digga, man kann einfach Klopapier vom Klo nehmen, Leute. Checkt ihr das gerade? Wie krass die das gemacht haben. Es kommt hier wirklich auf die... Oh! Ich bin einfach durchs Klo durchgefahren und... Hier ist diese geheime Höhle mit diesen Zombies, von denen ich am Anfang gesprochen habe, Leute. Ey, oh mein Gott. Verwende Waffen, um Feinde auszuschalten. Hier sind die Zombies, Leute. Hier, guck, die greifen mich jetzt an und jetzt mache ich BAM! Was? Was? Wie krass! Wie krass!
Was ist das für eine komplett neue Map hier, Leute? Guckt euch das an hier mit Lava und so. Junge, hä? Digga, Leute, das ist mit Abstand. Oh, der hat sogar zwei Leben. Komm her. Ey, oh mein Gott, der greift mich an. Boah, weg mit dir. Digga, das ist mit Abstand eins der krassesten Roblox-Updates, die es jemals gab, Leute. Checkt ihr. Komm her, Kollege. Bam. Ist ein Medkit. Damit kann man sich heilen. Na. Ey, die greift mich an. Man kann sich gegeneinander schlagen. Warte, 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 warte. Ich habe Telekinese. Haha. Ja, ne? Da guckst du jetzt. Runter mit dir. Ja. Leg dich nicht mit Lubex an. Hier, was denkst du, wenn du dich hier anlegen kannst? Hey, komm her. Warte, wir nehmen den hier, Leute. Wir nehmen den hier. Damit können wir sie einfach direkt töten. Leg dich nicht mit mir an, Mann. Nochmal. Es ist so gut. Es ist so gut gemacht. Es ist so gut gemacht. Und man hat einen kleinen Cooldown, Leute. Okay, easy. Komm, wir werfen jetzt eine Bombe, Leute. Bombe, Bombe, Bombe. Ey, du mich abwerfen. Ey, du mich schlagen. Ich hab ihm eine Bombe abgeworfen. Die fliegt durch die halbe Map. Tschüss. Ich bin gestorben. Da kam irgendwas raus, Leute. Fledermäuse oder sowas. Digga, diese Map, was habt ihr gemacht? Ey, hab mich geblockt, du 31er. Digga, was ist das, Leute? Das ist doch nicht das Barry-Gefängnis. Wie cool habt ihr das gemacht? Ey, bitte, ihr müsst einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Ich weiß nicht, ich hab so einen Pfeil aus den Wänden raus. Wow, Junge. Tschüss. Ey, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so abfeiert, Leute. Aber ich finde das so geil. Muss man irgendwas runterziehen, so eine Kette. Ey, warte mal, kann man die Fackel auch nehmen? Ich kann eine Fackel nehmen, ich kann eine Peitsche nehmen. Hier ist ein Medkit. Digga, es ist so gut gemacht. Oh mein Gott. Die Kugel gibt's auch noch, Leute. Man hat unten drei Leben, sehe ich jetzt. Ich glaube, wenn man dreimal mäßig Damage bekommt, ist man tot. Und deswegen gibt's quasi überall diese Medkits, wenn ihr versteht. Da ist auch wieder ein Zombie. Dann hauen wir eins über den Dötz. Komm her. Zack. Okay, die Kugel nicht getroffen werden. Digga, es ist so gut, Leute. Ey, meint ihr, es gibt hier wieder einen Geheimgang, Leute? Meint ihr, es gibt einen? Wartet mal. Hier, da hinten ist nämlich irgendein Loch drin. Wartet mal. Ey, Leute, wir untersuchen hier direkt die Map wieder nach irgendwelchen Mythen. Es gibt einen Geheimgang, Leute. Und wir haben ihn gefunden. Ey, lasst unbedingt ein Abo und ein Like da. Wir gehen da jetzt lang, Leute. Du hast ein geheimes Level gefunden. Levels können manchmal ziemlich herausfordernd sein. Okay, 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 okay. Okay. Was haben wir hier? Hier sind so Spikes und hier liegen... Das Ding, die Decke kommt von oben runter. Komm her. Mach irgendwas. Hallo. Leute, die Decke kommt. Die zerpresst mich. Lass mich durch. Lass mich durch. Bitte. Nein. Aua. Aua. Ah! Was? Digga, warte mal. Digga, das ist wie Indiana Jones, Leute. Aua. Aua. Ey, wie komme ich hier durch? Muss ich das hier irgendwie nehmen vielleicht? Warte mal. Muss irgendwas sein, Leute. Muss irgendwas sein. Nein, nein, ich will nicht sterben. Bitte 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 nicht sterben. Ich bin so jung, um zu sterben. Mann! Leute. Ey, wenn ihr eine Idee habt, wie man da durchkommt. Warte mal, vielleicht mit der Bombe, Leute. Oh, ich habe jetzt God-Mode aktiviert. Warte mal. Damit dürften wir eigentlich nicht sterben. Und jetzt? Ey, dieses Ding geht nicht kaputt, Leute. Aber wartet mal, Leute. Ich habe jetzt God-Mode aktiviert. Meint ihr? Was passiert jetzt, wenn ich eingequetscht werde mit God-Mode? Ich sterbe trotzdem, ja, okay. Das macht aber nicht so viel Sinn. Ich habe Indiana Jones mal geguckt, Leute. Es ist bestimmt irgend so ein Easter Egg-mäßig. Man muss bestimmt irgendwie diese Dinger so... Ey, Leute, ey, ich will auch nicht zu viel Zeit jetzt hier verschwenden, ne? Das wäre echt cool, wenn ihr mir da in die Kommentare schreiben könntet, wie wir dieses geheime Level quasi so öffnen können. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es jetzt in die Kommentare rein. Dann checkt mir das im nächsten Video ab, beziehungsweise das nächste Mal... wenn wir hier wieder das Barry-Gefängnis spielen. Aber okay, Leute, jetzt lasst uns trotzdem mal weiterschauen, wo... Barry-Ritter! Der hat auch ein komplettes Upgrade bekommen. Hä, wie krass sieht der aus, Leute? Oh, Barry-Ritter! Ey, Leute, meint ihr, wir können es gegen Barry-Ritter... Meint ihr, wir können ihn platt machen? Ich werfe heimlich eine Bombe, das spiel ich noch nicht. Warte mal. Furz, Junge, weg mit dir! Oh, yeah, wow. Wie viel Leben hat der? Wie viel Leben hat der? Ich dreh. Ey, Barry Ritter, mach dich ab! Oh mein Gott, du Fettsack! Ich glaube, wir haben ihn umgebracht, Leute. Wir haben ihn einfach eine Bombe direkt in seinen Kopf eingeworfen. Ey, guck mal, Leute, guck mal!
Guck mal, guck mal. Na? Na du Opa, was geht ab, Mann? Ne? Was geht ab? Boing, boing, boing. Ey Leute, es ist so gut gemacht. Es ist so gut gemacht. Und du machst einen Abgang, Junge. Upsi, tut mir leid. Junge Leute, oh mein Gott, auch hier die komplette Map wurde überarbeitet. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Digga, hab ich den gerade hops genommen? Ist der gerade hier runter? Ist der gerade da runtergefallen? Junge, ist ja kacke gewesen. Der ist runtergefallen. Ich habe einfach aus Reflex mein Chatback rausgeholt, Leute. Junge, ey, es ist unglaublich, Junge. Es ist so gut. Es ist so gut gemacht, Junge. Ey, Leute, ich feiere es einfach zu sehr, weil ihr wisst, Bury ist, glaube ich, mit Abstand wirklich mein absolutes Lieblings-Roblox-Spiel. Und ihr da oben macht direkt mal einen Abgang hier. Boing. Oh mein Gott, diese Bombe ist so OP. Du bist der Nächste. Komm her, nimm das. Ja. Junge, was ist das? Ey, wo kommst du denn her, du Opa? Ey, mach Abgang. Die kommen von da oben, glaube ich, runter, Leute. Was ist eigentlich für eine krasse Map hier mit so Stampfern und so? Ey, komm her, Junge. Bam. Digga, es ist so gut. Es ist so gut, wirklich, Leute. Ihr checkt es gar... Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wäre runtergefallen. Aber es ist so gut gemacht. Diese neue Map macht so Spaß. Vor allem, Leute, weil es ist der erste Obby, der so ein bisschen interaktiv gemacht ist. Man kann so selber so ein bisschen coole Sachen machen. Items aufheben. Mit den Sprühdosen zum Beispiel, im Bad, dass man so Wände besprühen kann und so. Ist so cool gemacht. Und jetzt hier, dass man auch einfach so gegen Zombies kämpfen muss. Das gibt dem ganz einfach nur so ein bisschen Spielspaß am Rand. Man muss sich nur so ausbrechen. Man muss immer auch so ein bisschen kämpfen und so. Das ist so cool gemacht. Oh, die haben geisteskrank viel Leben. Bist ein bisschen jetzt... Kann ich hier mit meinem Streich killen? Ja, easy, Digga. Was wollt ihr, hä? Hier, was wollt ihr, hä? Was wollt ihr? Hier, hä, Kollege? Schnürschuh. Ab nach oben mit uns, Leute. Ey, Digga, Leute, ey, wenn ihr hier keinen Daumen nach oben da lasst, dann weiß ich auch nicht weiter, ich sag euch ehrlich. Digga, es ist so gut, es ist so gut gemacht einfach. Oh nein, Cafeteria. Gary, der Chefkoch. Gegen den müssen wir wahrscheinlich gleich kämpfen, Leute. Mach dich auf was gefasst, Gary. Ich komm gleich zu dir und vermöbel dir deinen komischen Kopf da. Sieh, was mir hier ein Energy Drink her, bisschen gelbes Red Bull trinken, Leute. Kluck, kluck, kluck. Und jetzt hier, Jump and Run. Let's go. Oha, man kriegt ja jetzt einen Timer vorgeschlagen. Oha, das ist cool gemacht. Es gibt hier so Jump Pads, Leute. So aus so Fortnite, so Boost Pads, diese blauen. Kennt ihr die aus Fortnite? Digga, was? Digga, oha. Ey, Leute, es ist zu gut gemacht. Es ist viel zu gut gemacht. Ich sage ehrlich. Doing. Oh mein Gott, es ist so cool. Okay, Leute, lasst uns weiter ausbrechen. Wir machen jetzt hier Speedrun. Links, rechts, links, rechts. Und jetzt ist, glaube ich, hier gleich die Cafeteria. Das ist krass, Leute. Das macht aber auch so viel Sinn. Das ist das erste Mal auch, dass Bury nicht nur am Anfang ist. Das stimmt, das macht eigentlich gar keinen Sinn im ersten Teil. Es ist das Bury-Gefängnis, aber man sieht Bury eigentlich nur ganz kurz am Anfang für so ein paar Sekunden und am Ende beim Bosskampf. Und hier ist Bury auch endlich mal wie ein richtiger Polizist auf mehreren Parts auf dieser Map verteilt. Guck mal, man muss hier Bury noch ein zweites Mal entkommen. Man darf quasi nicht gesehen werden. Er läuft hier so eine Runde. Digga, das ist so gut gemacht. Man braucht einen Schraubenschlüssel. Ich check, okay. Und man darf nicht gesehen werden, Leute. Man muss quasi immer hinter Bury laufen. Ich check, ich check, ich check. Es ist richtig gut gemacht. Hinter eine Leiter. Okay, okay, okay. Woher kriegen wir aber diesen Schraubenschlüssel, Leute? Wo kriegen wir einen Schraubenschlüssel her, Leute? Muss ich Bury vielleicht töten, Leute? Geht das? Upsi. Was? Bury, tut mir leid! Tut mir leid! Ich hab die Kamera kaputt gemacht. Was? Das geht auch? Ey, Leute, ich bin sprachlos. Was ist das? Ich will eine Leiter jetzt haben. Aber er braucht schon eine Leiter, wenn man ein Chatpack hat, ne? Danke. Okay, Leute, wir haben es jetzt einfach so geschafft mit einem Chatpack. Kann man ja an sich auch machen. Ey, aber es ist so gut gemacht. Und guck mal, jetzt ist hier dieser... Das ist dieser Lüftungsraum hier. Oh mein Gott, der sieht doch so gut aus. Der sieht so gut aus, Leute. Hä? Ey, Leute, ich find's so cool.
Okay, ey, ihr müsst einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr Bock habt, dass wir demnächst direkt ein Battle machen gegen einen anderen YouTuber, der schneller ausbricht und dabei ein bisschen pranken. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst einfach einen Daumen nach oben da, Leute. Ey, ihr müsst es auch spielen. Oh mein Gott, tschüss, tschüss, tschüss. Das dreht sich im Kreis. Wow. Digga, diese Map ist ja komplett neu gemacht. Bitte. Wolves, Waves, keine Ahnung. Das sagt ihr, ach so, diese, ach, Ventile. Ah, okay, man braucht einen Schraubenschlüssel aber dafür diesmal. Okay, ich check. Ich brauche einen Schraubenschlüssel diesmal. Das ist auch neu, Leute. Digga, ich bin so ein Kloß, Digga. Ich habe einen die ganze Zeit dabei gehabt, Leute. Ey, ihr habt es bestimmt alle in dem Moment auch gedacht, als ich gesagt habe, wo kriegen wir einen Schraubenschlüssel her? Ihr habt bestimmt alle gedacht, so, ey, Lumex, du bist los, du hast doch einen in der Hand, Junge. Ja, ich bin los, Leute. Ich habe voll vergessen, dass ich einen in der Hand habe. Ah, man muss dagegen hauen. Okay, das ist cool, das ist cool, das ist cool, Leute. Das ist cool. Okay, warte mal, wo ist noch eins gewesen? Digga, das sind übel viele, kann das sein? Hä, das sind übel viele. Ich check grad gar nicht durch. Wo muss ich denn überall lang hier? Hä? Hä? Ah, okay, ich sterbe. Ja, guten Morgen. Okay, warte mal, Leute. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal gerade. Es sind irgendwie zu viele Ventile gerade. Warte mal. Ich glaube, hier ist noch eins. Sehr gut, hier ist das zweite. Und das, wo ist das dritte, Leute? Wo ist das dritte Ventil? Das muss, glaube ich, da hinten sein, wenn dann, oder? Guck mal. Nee, von da kommen wir ja. Das haben wir schon. Dann muss es... Ah, das ist hier oben. Okay, super, super. Okay, wir haben es, Leute. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Och, Junge. Ey, Junge, ich habe ein Jetpack. Ihr könnt mir gar nichts hier. Habt ihr gedacht, ich laufe nochmal alles von vorne oder was hier? Gar nichts mache ich. Ich habe ein Jetpack, ihr Idioten hier, Junge. So, easy, Leute. Da fehlt immer noch ein Ventil, Digga. Aber es ist mir so rille. Ich habe ein Jetpack. Junge, zu gut, Leute. Okay, ich muss jetzt Kartons stapeln. Okay, ich check. Okay. Richtig gut gemacht. Es ist so interaktiv auch, Leute, ne? Münzen kann man einsammeln, vergesse ich ein bisschen. Was ist hier? Blinkt irgendwas, Leute. Was ist das hier? Ah, man kann hier so sich Sachen abholen. Okay, auch cool gemacht. Okay. Oh, oh, oh. Leute, neues hier, neuer Jump'n'Run hier. Richtig gut, richtig gut, richtig gut. Kriegen wir hin. Oh, Digga. Komplett neu gemacht auch, ne? Oh, wo muss ich denn jetzt lang? Ah, man muss da oben rein. Okay. Lüftungsschacht, Leute, Lüftungsschacht. Was wird sich wohl dahinter verstecken? Die Cafeteria. Ah, ja. Okay, aber hier ist irgendein Knopf, Leute. Warum ist hier ein Knopf? Was ist da? Ist da oben wieder irgendein Easter Egg, glaube ich, Leute. Warte mal. Hier ist wieder irgendwas versteckt. Irgendwas, wo die Leute nicht wollen, dass ich es weiß. Was versucht ihr zu verstecken, ne? Ah, oh mein Gott, Junge, ich habe ein Jetpack. Ihr braucht gar nicht versuchen, mich hier runter zu schubsen, Junge. Danke. Ich habe es wieder zugemacht, warte mal. Das hält nur eine gewisse Zeit an, glaube ich. Wartet. Nein. Baby Barry! Was machst du hier? Hä? Danke für das ganze Geld, Kollege. Ey, danke. Ich würde dich ja... Boah. Wir haben ihn eingesammelt, Leute. Digga, einfach Baby Barry war hier oben eingesperrt. Auch so cool mit so Easter Eggs, Leute, ne? Man merkt, die haben sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Aber jetzt würde ich sagen, Gary Chefkoch, deine Zeit ist gekommen. Du hast eine Bombe abgeworfen. Tschüss. Tschüss. Er ist durch die ganze Map geflogen, Junge. Ey! Ey! Warum kriegt er keinen Schaden? Warum kriegt er keinen... Oh. Upsi. Ich glaube, der ist ein bisschen in die Luft geflogen, Leute. Hä? Ach, warte mal. Da ist dieses Gitter. Okay, und jetzt muss man da lang. Okay, ich check, Leute. Guck mal, da haben wir vorhin reingeguckt, da drüben. Und jetzt müssen wir hier quasi weiterlaufen. Ich check. Okay. Was ist das denn? Das ist ja komplett neu. Hä? Hier sind so Drohnen und sowas. Hä? Normalerweise muss man ja hier jetzt so runterrutschen, Leute. Aber nö. Die haben ja einfach so Drohnen hingemacht, Digga. Junge. Ey. Digga. Das ist so gut gemacht. Ey. Drohnen. Ah! Junge. Aua. 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 Nimm das. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Unser Laserstrahl ist halt so OP. Schießen. Mit was soll ich denn schießen?
mit meinem Laserstrahl oder was? Hä, lol, ist das Pay to Win? Geht das nur mit einem Laserstrahl oder wie? Hä? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh! Ich wollte gerade noch ein Chatpack rausholen. Ich bin so ein Cheater, Leute. Ich wollte gerade noch ein Chatpack rausholen in der letzten Sekunde. Junge. Komm her, Junge. Geh weg, du Drohne. Digga, ist das so gut, Leute. Du bist der Nächste. Komm her. Bam. Digga, es ist so geil, so interaktiv. Das bockt richtig krass, ich sag ehrlich. Wow. Wow. Joing. Ey, Digga, wie soll man das denn ohne Laser schaffen? Das ist ja übel Pay-to-Win. Lol. Roll. Oder es kann auch sein, dass man sich mit diesen ganzen Münzen Items dann gratis kaufen kann, Leute. Das kann auch sein. Das wäre auch richtig cool. So, okay, warte mal. Hä? Ich glaube, man braucht wirklich einen Laserstrahl. Sonst geht's, glaube ich, gar nicht, Leute. Hä? Ich glaube, das geht nur mit Laser. Was ist denn das hier? Nein. Hä, aber... Warte mal, hier ist doch irgendwas... Ach, ist das ein anderer Eingang? Hier ist gerade jemand hochgekommen, hä? Ich check gerade nicht ganz, Leute, weil hier ist, glaube ich, der Endbosskampf. Aber hier ist gerade jemand rausgekommen. Okay, wir haben... Es gibt anscheinend irgendwie so mehrere Geheimwege, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie wahrscheinlich so den Pay-to-Win-Weg genommen mit so Laser oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich, hier ist der Endbosskampf. Das sieht mir nach einem Endbosskampf aus, Leute. Deswegen, ich würde sagen, bevor wir da jetzt reingehen, ich sag's jetzt zum letzten Mal, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert. Und jetzt würde ich sagen, es ist an der Zeit, gegen Barry 2 zu kämpfen. Let's go! Yo! 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 Lol, was? 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 Okay, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen fixen. Das war ein bisschen zu einfach mit der Bombe. Ich glaube, das ist nicht vorhergesehen, dass man einfach eine Bombe schmeißt. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das ging schnell, Mr. Barry Roboter. Aber der ist einfach hier so rausgefahren, Leute. Richtig episch. Aber okay, das war, glaube ich, der schnellste Endbosskampf meines Lebens. Aber okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein ins Auto. Tut, rein da. Hä? Nein. Man kann das Auto selbst fahren diesmal. Oh mein Gott! Aber ich spiele hier gerade GTA, Leute. Wir können Sirene an- und ausmachen. Hier. Ich kann, wenn ich will, hier im Kreis fahren. Ich kann das Auto jetzt einfach selbst fahren. Endlich können wir das Polizeiauto selbst fahren, Leute. Hä? Wir können jetzt hier einfach mit dem Polizeiauto selber rumfahren. Hä? Was? Hä? Wie OP ist das, Leute? Hä? Junge, was? Ey, das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut. Aber okay, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt hier mit dem Polizeiauto, Leute. Es ist nämlich hier endlich an der Zeit, dass wir aus dem Barry-Gefängnis ausbrechen. So, okay, da oben wartet wieder der Helikopter auf uns, Leute. Okay, sehr gut, einmal raus hier. Tschüss, Auto. Okay, Danger, Treibsand. Schießen. Ich glaube, man muss irgendein Item eigentlich einsammeln, was ich nicht ganz... Da ist einfach eine Schlange, Digga. Was ich nicht ganz eingesammelt habe. Aber okay, Leute, ich glaube, jetzt sind wir am Ende, oder? Jetzt geht es hier eigentlich nur noch nach oben. Die Schlange wird noch weggeschlagen, so, bam. Und ich glaube, Ladies and Gentlemen, dann sind wir so gut wie am Ende angekommen. Hier ist noch ein paar Schlangis. Geht weg, Schlangen. Weg mit euch. Jetzt heißt es endlich aus dem Barry-Gefängnis 2, Leute. Es hat so viel Spaß gemacht, auch vor allem. Ey, Leute. Wir haben es geschafft, endlich. Es ist wirklich zu nice. Es hat wirklich, wirklich extremst viel Spaß gemacht. Und jetzt fliegen wir mit dem Helikopter einfach. Ja, okay, das ist schau. Das ist schau. Das ist schau. Leute. Oh mein Gott. Wir sind jetzt hier wieder im VIP-Raum angekommen. Hier ist das Ende. Und das war's. Wir haben es geschafft. Digga, ich glaub's nicht.
Wir haben das Barry 2 Gefängnis durchgespielt, Leute. Hier sind wahrscheinlich noch irgendwelche mysteriösen Dinge, die wir dann im nächsten Video anschauen können. Ich glaube, man kann dann zum Beispiel auch hier wieder selbst als Barry spielen. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf ein Part 2, wo wir im Barry 2 Gefängnis selbst als Barry Leute fangen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, checkt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.